Noch ist es sicherlich viel zu früh, um über eine Vorentscheidung im Abstiegskampf der Landesliga zu sprechen. Für den SV Bad Rothenfelde wird die Luft im Tabellenkeller dennoch langsam, aber sicher dünner. Der Auftritt gegen den FC Schüttorf zeigt klar und deutlich, wo es den Grün-Weißen zurzeit fehlt. Die Truppe von Trainer Markus Eckhoff lässt einfach zu viele Chancen liegen. Daniel Dreier scheitert nach einer schönen Flanke von Yannick Klotzbach an Torwart Patrick Tole. Ali Ahmed vergibt leichtfertig vom Elfmeterpunkt. Und Thorsten Kuhlmann kommt bei dieser Volleyabnahme nicht mehr richtig hinter den Ball. Die Gäste aus Schüttorf dagegen in der ersten Hälfte einzig durch einen Freistoß gefährlich, doch dieser rauschte über den Rahmen. So blieb es bis zum Pausenpfiff torlos. Im zweiten Abschnitt kam die Mannschaft von Gästetrainer Rainer Sobig ein wenig besser in die Partie und sorgte erneut nach einem ruhenden Ball für ein Ausrufezeichen. Doch der Freistoß von Marcel Holthaus getreten, klatschte nur an den Pfosten. Kurze Zeit später dann der Schock für die Grün-Weißen. Kevin Kamp aus der Ferne trocken abgezogen, landete das Leder im Gehäuse von Attila Simeni. Schüttorf im Minimalistenstil zum Erfolg. Im Anschluss versuchten die Grün-Weißen das Unheil abzuwenden, aber die totale Entschlossenheit fehlte wie schon in Halbzeit 1. Ein Freistoß von Ali Ahmed prallte nur an die Latte und nach einer Ecke fehlte Damian Hülsmann die Feinjustierung. Und auch aus der Distanz blieb die Maßarbeit für den Torerfolg aus. Nach 90 Minuten gab es bei den meisten Zuschauern nur die Erkenntnis, so wird es ganz schwer mit dem Klassenerhalt.